Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Assassin's Creed Valhalla. Im letzten Part haben wir unsere erste Plünderung durchgezogen und sind jetzt hier in Flörli, heißt der Ort, und müssen mit Sigurd reden. Mal gucken, was der von uns will. Generell wollen wir irgendjemanden noch besiegen. Oh, ja, hier haben die sich schon ein bisschen darum gekümmert. Ich glaube, wir müssen nur noch den Todesstoß tatsächlich setzen gegen den einen. Das wurde zumindest uns im letzten Part so versprochen, dass wir das machen dürfen. Hier geht's hoch. Aber wir gucken erstmal, was Sigurd zu der ganzen Sache zu sagen hat. Eivor, du hast den Auftakt verpasst. Kjötvis Vorposten schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Das ist eine coole Metapher. Reisen wir also von hier aus an? So ist es und wir sind hungrig auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Ist es das, was du willst? Ja. Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Warum? Sind dann die Truppen nicht so angespornt, oder löschen wir ihn aus? Muss meine Klinge das Werk von skuldscharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Kriegerskalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Eivor, auf ein Wort. Was? Oh, shit. Item. Diese Fehde ist nicht die eure, doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Haitham ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Haitham, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen, doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Ich bin froh, dass er so einsichtig ist. Weil sonst dachte ich, müssen wir uns noch mit denen irgendwie anlegen. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie mein Rabe dein Herz frisst. Sieh mal an! Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsmann, um sich an ihr zu versuchen. Nur diesmal wird es klappen. Dies ist meines Vaters Schande. Ich hole die Ehre zurück, die ihr verlor. Ich fordere zum Heimgang! Hier! Gegen den Eidbrecher! Du wirst flehen, wie dein Vater gefleht hat, Wolfsmann. Kreischen, wie deine Mutter gekreischt hat. Du hast mein Leben zerstört. Nun nehme ich deins. Du bist so schwach, wie dein Vater es war. Du solltest tanzen und nicht kämpfen. Ja, komm doch her. Ich werde dich schon deinen Tod entkosten. WTF, nur ein Treffer? Heute ist nicht dein Todestag. Hat er mich mit einem Treffer platt machen wollen? Stirbst du nicht einfach? Wir sind nicht allein, Kjötvi.
Der Allvater sieht zu. Was war das jetzt? Oh nein, shit. Jetzt nimmt er seine Waffen. Ich hab kurz gehofft. Aber ich glaube nicht, dass der mich getötet hat. Das ist schlecht. Hey, Moment. Na komm noch her. Wie viel Leben haben wir eigentlich? Aber bis jetzt klappt das ganz gut. Ja, Kötwir, was machst du jetzt? Ich habe keine Pfeile mehr. Shit. Ja gut, der Treffer war verdient. Hilfe. Anscheinend hat er doch ein Problem damit, uns ihn zu überlassen. Achso, ich habe immer noch keinen Pfeil da. Aua. Ja, das finde ich auch. Hey, lass doch mal die Leichen. Richtig, ich bin das Kind meines Vaters. Mann, du hast aber im Bio aufgepasst. Wie hast du es dir denn vorgestellt? Betäubungsschlag. Ja, genau. Das war's für dich, würde ich sagen. Ach, du kommst gar nicht mehr. Ist aber schade. So, ich mach's für dich einfach. Was verlangst du von mir? Du erhältst deinen Lohn, Wolfsmal, und den Ruhm meines Todes. Können wir den Stab bitte haben als Ausrüstungsgegenstand? Ich kämpfte so hart, so verbissen, um zu leben, denn ich weiß, was uns am Ende erwartet. Nur Dunkelheit. Was war das für ein Medaillon? Eure Leben sind verwirrt. Kommt her, wenn ihr müsst, in den Schmelztiegel eures Untergangs. Dein Vater ist tot, Gorm. Seine Schuld getilgt. Öffne die Tore und du wirst verschont. Wälz dich in Scheiße, Wolfsmal. Bogenschützen zielen. Rabel, zeig keine Gnade. Männer halt unbedingt sterben möchte. Feuer! Ging das an unsere Bogenschützen oder an seine? Rahmenclanhelm, Medaillon. Ich glaube, wir müssen oben drüber. Voran zum Ruhm! Hi. Moment, ihr seid ein bisschen viel. Au, ihr seid ein bisschen viel wirklich. Ich weiß, ihr wollt mich alle. Ich bin ganz begehrt auf eurer Liste. Aber wir können kurz... Oh,
Oh, nein. Moment. Krieg ich... Oh, ich habe wieder Pfeile. Ups. So, und noch für dich. Gibt es auch noch eine Überraschung? So, jetzt haben wir mal alle hier. Was müssen wir denn machen? Au, hey. Ich muss noch ein bisschen mit dem starken Angriff lernen, umzugehen. Entschuldigung. Oh. Das war zum Glück gar nicht brutal oder so. Ist das Spiel eigentlich jetzt ab 16 oder ab 18? Das weiß ich gerade gar nicht. Wo muss ich denn hin? Achso, entriegel das Tor. Ja gut, Moment. Ich bin... Ich muss ganz kurz nur die Mauern öffnen. Moment. Die Tore meine ich. Ich bin fast tot. Heilen. Ja, wie denn? Ah, okay, so. Öffnen. Let's go, wir stürmen die Festung. Entriegel das letzte Tor. Gar kein Problem. Hallöchen, wer bist du? Trauerbringer. Ja, ich glaube, ich bringe dir Trauer. Das tut mir echt für dich leid, dass es so für dich enden muss. Aber... Das war's für dich. So, ab übers Tor. Der Trau... Oh, war der hier... Der hat einen Gegenstand? Plündern. Zerbrochener Bogen, ja gut. Die Bogenschützen treffen gefühlt besser in dem Spiel. Als in den letzten... Hopp. So, öffne. Aua. Moment, Moment, ich hänge hier fest. Hä, wie hast du denn das gemacht? Jetzt wird's frech. Oh. Oh. Der Arme. Ja, ja, komm, wir rennen mal durch. Ey, die Armen, wie ich die weghaue mit dem starken Schlag. Ja. Also mit dem starken kriegen wir das Schild zwar durchbrochen, aber wir können nicht diesen Finisher machen. Ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Was soll da schon kommen? Du bist nur ein Schatten deines Vaters, Gorm! Schwach und geistlos! Und du wirst diesen Ort nur als Asche im Wind verlassen! Das werden wir ja sehen. Wer hier was verlässt. Nein! Hoch! Das war knapp. Wo ist er hin? Da raus. Hopp! Gorm flieht. Sein Vater starb heute zweimal. Angriff abgeschlossen. Kyrtwis Feste. Was ist das denn für ein geiles Symbol? Kommen wir hier runter? Ohne Fallschaden? Nein. Ja, das machen wir auch. Weil, solange wir kein Pferd haben, kommen wir eh nicht hinterher. Sprich mit Sigurd. Ja, erstmal gucken wir hier rein. Hier gibt es den
Metern noch etwas. Anscheinend eine schöne Truhe. Ein Eisenstern. Reichtum erworben. Hey. Ja, wir holen uns erstmal da hinten aus. Wir plündern jetzt erstmal. Schließlich haben wir hier auch hart gekämpft. Was ist das hier? Ja, okay. Wir müssen erstmal mit dem sprechen, bevor wir hier plündern dürfen. Ich hoffe, wir dürfen da noch plündern. Sonst würde mich das ziemlich abfacken. Aber ich bin guter Dinge, wie man so schön sagt. Was hat er denn zu sagen? Und ich habe jedes Mal Angst, wenn wir mit dem reden, dass wir ihn jetzt verraten. Der Schlachtatem steigt mir von der Stirn. Die Skalden werden diesen Tag besingen. Der Tag ist unser. Gorm ist entkommen. Er floh nach Norden, in König Haralds Reich. Lass dieses geschundene Ferkel fliehen, wohin es will. Sein Vater ist tot, sein Clan zerstreut. Wir herrschen in Rygjafylki. Ein zahnloser Welpe kann zu einem gefährlichen Wolf heranwachsen. Eivor, lass es. Hör zu. Du hast deine Ehre wiederhergestellt. Genieße den Sieg. Und morgen wird gefeiert. Du hast recht, Bruder. Du hast immer recht. Wollte gerade sagen, kluge Worte. Übermittle die Nachricht unseres Sieges deinem Neffen, dem König. Das habe ich bereits, Sigurd. Er wird höchst erfreut darüber sein und euch einen Ehrenplatz bei seinem Ting in Alrekstadir einräumen. Sag ihm, wir kommen. Von der Schlacht berauscht und Ruhmeslieder singend. Suche die Gesellschaft von Königen und bald hast du deine eigene Krone. Wenn die Nornier es so vorsehen, bleib hier und plündere, was du kannst. Ich überbringe Vater die Neuigkeit unseres Sieges, bevor er zu Haralds Ting aufbricht. Das hört sich wie Musik in meinen Ohren an. Ich weiß, Schönin. Ein andermal. Ich verstehe gar nicht, warum immer diese Zeitraffer hier passieren. Jetzt möchte ich doch erstmal plündern. Ein grausames Schicksal. Hast schon wieder ein paar Fähigkeitspunkte. Neue Quest, Geburtsrecht. Halte X gedrückt, um ein Reittier zu rufen. Oh cool. Jetzt haben wir auch wieder ein Pferdi. Hoffentlich wieder mit Automodus, weil das war ganz cool. Außer, dass es in der Stadt so langsam war. Boah, das hat mich ja abgefuckt. In Odyssee. So, jetzt gehen wir aber erstmal plündern. Wir holen uns mal die ganzen goldenen Punkte hier. Und gucken dann mal, ob wir irgendwie eine bessere Ausrüstung haben, schon im Inventar. Wir haben ja schließlich jetzt echt einiges dann geplündert. Wie kommen wir denn hier rein? Übers Dach oder müssen wir die Tore eintreten? Okay, ich glaube das nicht. Ich glaube vielleicht hier rüber. Kann das sein? Sieht so morsch aus. Ich nehme mal eine Fackel. Aha. Gleich die komplette Hütte niedergebrannt. Okay, kurz mal in der Luft festgehalten, kann man machen. Muss man aber nicht. Kohlewaren. Reichtum erworben. Gibt auch nochmal EP. Was haben wir denn hier vorne? 1204 Meter. Was haben wir denn da? Gucken wir auch, solange das hier in dem Gebiet ist, nehmen wir es noch mit. Genauso wie das dann. Aber es war ein ziemlich cooler Kampf, kann man mal sagen. Und ich fand auch ziemlich erfolgreich. Doch, ziemlich erfolgreich war es auch. Die Musik. Episch. Also, aber irgendwie hört sich das so an, als müssen wir gleich eine Entscheidung treffen. Kennt ihr diese Soundtracks in Spielen, wo man kurz davor ist, eine Entscheidung zu treffen? Einsammeln. Schatzkarte, eingesammelt. Okay. Silber, auch cool. Begib dich nach Alreskadir. Alreskadir. Ich hoffe, man spricht so aus. Huch. Ich hatte gerade verworfene Frames. Jetzt geht's aber.
Oder lädt das Spiel im Hintergrund irgendwie viel? Aber ich hätte jetzt beim Spielen selber gerade keine mitbekommen. Kann auch einfach an OBS liegen. Ich hoffe, es geht wieder. Es sieht aber gut aus. So, jetzt noch 200 Meter in die Richtung und dann haben wir die kompletten Schätze geplündert und dann, vielleicht haben wir auch nochmal zwei neue Fähigkeitspunkte freigeschalten. Kostet eigentlich bei dem Fähigkeitsbaum immer die Sache eine? Also einen Punkt oder gibt es auch welche später mit zwei? Ich hoffe nicht, weil dann kann man immer gut planen. Das ist anscheinend da hinten. Achso, da waren wir schon. So. Ja, es sieht alles wieder gut aus. Na schön, dann war das vielleicht irgendwas im Hintergrund. Wo ich gar nicht mitbekommen habe. Kann ja auch sein, wenn die FPS nur 1-2 drunter liegen, dass das über eine Dauer ein paar Frames einbüßt. Aber das sehe ich dann erst im Schnitt. Wo ist denn das? Hoch. Ah, hier, ne, hier, hä? Hinterm Wasserfall? Oder da oben? Oder beides. Warte mal, hier sehen wir eine Treppe. Geht noch nach oben, okay. Dann wahrscheinlich hier. Äh, 24 Meter hierhin. Ich denke, dass es hier ist. Ist hier irgendeine Gefahr noch, oder? Das Gebiet nicht verfügbar. Wieso Gebiet nicht verfügbar? Kriegen wir das Item? Ne, das ist dahinter. Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Aber schade. Na gut. Dann haben wir Inventar. Gehen wir mal die Sachen durch. Wir haben keine bessere Kapuze. Oh, wir haben aber eine bessere Ne, was, wofür steht ein L? L wild. Gewicht ist niedriger. Ausweichen ist niedriger. Warum sollte ich das anlegen? Sehe ich aktuell noch keinen Vorteil darin. Wir haben auch nicht den kompletten Ravenclan-Satz an. Köche. Oh, wir können die Sachen so verbessern. Tasche, was heißt eine Tasche? Okay, da ist alles drin. Ah, wir haben auch noch einen Helm. Okay, den können wir aus- und einblenden, gell? Warte mal, verbessern? Ah, okay. Sehe's. Das aber nicht. Wir können aber das hier verbessern. Wie viel haben wir denn davon? Sehen wir das hier aktuell? Ah ja, da an der Seite. Das sehe ich natürlich nicht. Was willst du? 10 und 25 Leder. Wie sage ich erstmal, dass er sichtbar ist, beziehungsweise nicht sichtbar ist? Einfach, ne, hier drauf nicht. Haben wir ein wir haben ein bisschen was. Wollen wir mit dem Schild noch gehen? Lass erstmal eine andere Primärwaffe nehmen. Ich denke, dass die hier, ja, die ist deutlich besser. Können wir die irgendwie so, vergleichen? Also die mit Runen. Haben wir eine Rune? Plus 2,4 Angriff. Theoretisch, ja. Mach mal Vergleiche. Die mit, ne. Die und die. So. 60, 55, 17. Haben wir eigentlich einen begrenzten Gewichtsplatz? Ich sehe jetzt keinen, aber gut. Vielleicht auch irgendwas mit der... Bei fast voller Gesundheit wird schwerer Schaden erhöht. Okay, komm, die nehmen wir. Und dann hauen wir noch das rein. Können wir die eigentlich wieder rausnehmen, die Runen? Können wir tatsächlich. Cool. Das macht sehr, sehr angenehm. Ausrüsten. Und dann kämpfen wir aber, ich glaube, noch mit Schwert weiter. Komm, und wir verbessern mal unsere Rüstung. Fangen wir hier beim Helm an. Okay, hier fehlt Leder. Oh, hierfür könnten wir... Ja komm, den Bogen können wir auch mal verbessern. Und hier können wir gerade nichts. Mahlzeiten erhöht die maximale Mahlzeitkapazität. Das müssen wir auch noch machen. Können wir hier runterspringen? Okay.
Okay. Sehr, sehr schön. Jetzt, da müssen wir... Wo müssen wir denn hin? Wir müssen... nach da oben. Okay, was haben wir hier? Nochmal so eine Getränke-Challenge. Also so eine Trink... So eine, hä, wo sind wir denn? Danke, Uplay. Wir sind, ach, sind wir hier? Nee, doch. Vielleicht? Ja, nein, vielleicht. Dass mir das nicht angezeigt wird. Vornberg, ah nee, das ist unsere Heimat. Hier waren wir, da sind wir gestartet. Ach, wir, ah, wir sind hier hinten. Okay. Da dürfen wir ja aber einiges zurücklegen. Hier haben wir noch was. Achso, wir können mehrere Wegmarker machen. Dann, wo ist denn der andere? Na gut, wir gehen erstmal zu dem nächsten. Das müssten wir ja gut sehen. So, 60 Meter. Das heißt, das muss eigentlich hier irgendwo sein. Hier. Im Haus wahrscheinlich. So. Hallöchen. Tatsächlich. Gut, wenn man mal auf die Map guckt. Truhe plündern. Noch ein bisschen Leder. Sehr schön. Und hier war doch noch irgendwas, gell? Warum zoomt er nicht da rein, wo ich bin? Hierhin. Das ist 130 Meter noch in die Richtung. Also auch sehr, sehr machbar. Hier ist... Ach ne, das war das da hinten. Okay. 77 Meter. Wird es weniger? Ja. Wahrscheinlich da oben. Würde ich jetzt tippen. Und ich denke, damit liege ich richtig. Köftes Festung. Warum lese ich das eigentlich so häufig vor? Hier oben noch. Nee, war der runter? Geht's hier rein irgendwo? Da unten. Anscheinend geht's hier irgendwo rein. Okay, aber ich habe den Eingang gefunden. Wer jetzt kommt hier gleich auch? Nee, das Gebiet ist noch nicht verfügbar. Zum Glück nicht. Oh cool, das ist jetzt so... Ah, das ist eine zweihändige Waffe. Wie wechsle ich denn dann? Nee, das ist Fackel. Kann ich? Hm, Moment. Ups. Wenn das eine... Nein. Das wollte ich nicht. Wenn das eine zwei... Ah, okay, gut. Das wird hier gleich entwaffnet. Okay. Vielleicht haben wir irgendwann auch die Möglichkeit, mehrere Waffensets wieder anzulegen. Das wäre ganz cool. Was haben wir hier? Waffenrune plus 3 Betäubung. Na gut, aber der Angriff ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Dann kämpfen wir jetzt halt ohne Schild, dafür mit einer schwereren Waffe. Gut, haben wir hier sonst noch was? Nein, oder? Oder wir sind hier hinten. Sollen wir eigentlich hier hin oder sollen wir mit dem Schiff hier hin? Ich würde sagen, wir gehen mit dem Schiff hier hin, oder? Warte mal, das, ach, das ist gar nicht unsere. Hier ist ein Hafen. Haben wir hier noch irgendwo einen Hafen? Eine Reise, können wir da hin? Anscheinend. Dann gehen wir doch mal schnell hier hin. Richtung Schiff und dann nehmen wir das Schiff und segeln dorthin. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich die cleverere Methode. Guck mal, wir sind bereit zum Ablegen. Ich glaube, wir gehen in die andere Richtung, gell? Segel setzen, Führung abgeben. Das können wir auch mal gleich testen. Na komm. Was haben die denn? Okay, anscheinend geht das nicht. Können wir hier zurücksegeln? Segel setzen. Das Segel bleibt noch unten. Wo? Haben wir uns festgefahren? Achso, das geht. Oh ja, gut. Das, peinlich. Skalen liegen gut. Lied gut. Liegen gut. Ist auch was. Aber ich würde sagen, wir segeln erst im nächsten Port
im nächsten Part dahin. Ja, im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Macht's gut. Tschüss.